Der Donnerstag steht ganz im Zeichen der Notenbanken, denn heute tagt sowohl die Bank of England als auch die EZB. Bei der Bank of England erwarten die wenigsten tatsächlich eine Veränderung der Leitzinsen, um nicht zu sagen, viele sagen, die Leitzinsen könnten noch das ganze Jahr auf sehr niedrigem Niveau bleiben. Denn es gibt zwar gestiegene Inflationsrisiken, aber auf der anderen Seite präsentiert sich die Wirtschaft in Großbritannien erneut sehr schwach. Bei der EZB erwarten eigentlich auch die wenigsten Akteure, dass bei dieser Sitzung tatsächlich schon an der Zinsschraube gedreht wird. Die eigentliche Zinsentscheidung werden wir übrigens um 13.45 Uhr hören, aber viel spannender wird es dann ab 14.30 Uhr werden, wenn Jean-Claude Trichet, der Präsident der EZB, vor die Mikrofone tritt und die begleitende Pressekonferenz beginnt. Und ja, die Stichworte könnten sein, starke Wachsamkeit. Mit solchen Signalworten wurde beim letzten Mal die Zinserhöhung angekündigt und viele könnten sich vorstellen, dass er im Juli eben eine Erhöhung um weitere 25 Basispunkte sehen. Und die EZB, die ist eigentlich bekannt dafür, dass sie solche Zinsentscheidungen ganz gut ankündigt. Neben der Zinspolitik wird es natürlich auch rund um Griechenland gehen und viele Journalisten sind schon ganz gespannt auf die Antworten, was Griechenland-Fragen hier bei der Pressekonferenz betrifft. Ja, und die Märkte, die sind im Vorfeld wenig verändert. Der DAX mit einem Plus von 0,3%, 7.082. Der stand nach gut einer Stunde am Donnerstagvormittag. Wir waren heute schon über der Marke von 7.100 Punkten, aber der Handel insgesamt eher vom Abwarten geprägt. Die Anleger in Stuttgart, ja, die zeigen uns, dass sie eher skeptisch sind. Wir haben gesehen, dass mit dem Anstieg Calls versilbert wurden und zugleich wurden Puts gekauft. Das Stimmungsbarometer dementsprechend heute im roten Bereich zu finden. Aber auch hier ganz klar eine abwartende Haltung vor der Sitzung der EZB. Der Euro kann leicht zulegen, 1,4628. Der Stand am Donnerstagvormittag. Am Mittwoch hatten wir ja doch eine kleine Kursdelle gesehen, als man sich mal wieder große Sorgen um Griechenland machte, als Nachrichten an den Markt kamen, die nicht unbedingt so hoffnungsvoll gestimmt hatten. Heute vor der EZB-Sitzung allerdings ein kleines Plus. Und ja, aufwärts geht es auch mit den Ölpreisen. Und das liegt insbesondere an der Entscheidung der OPEC am gestrigen Handelstag, die Förderquote eben nicht zu erhöhen. Dementsprechend ein Plus. Die amerikanische Sorte WTI wieder über der Marke von 100 Dollar, um nicht zu sagen 101,44 Dollar kostet aktuell ein Barrel und die Nordsee-Sorte Brent Crude Oil bei 118,09 Dollar.